Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Requisitenjagd hier auf der Map Amerika in Black Ops Cold War, wie immer. Und ja, ich hoffe, wir haben heute mal ein bisschen Itemlack. Das fängt schon. War ich der schon mal? War ich, glaube ich, noch nie, oder? Wie sieht der von hinten aus? Okay. Macht eigentlich keinen Sinn, den da hinzustellen, ne? So könnte ich probieren. Aber ich wette, die Leute wissen hier wieder schon, dass der hier nicht steht. Weil der ist... Mir ist noch nie aufgefallen, dass man der sein kann. Ich habe ja schon mal die These aufgestellt, dass ich das Gefühl habe, dass manchmal die Items... ein paar Items hinzugefügt werden oder so. Da wurde ich bisher immer aufgeklärt. Nö, das gibt's schon immer, das gibt's doch schon ewig. Aber den Stromkasten habe ich for real noch nie gesehen. Weder gejagt, noch mich als er versteckt. Ich wette, es kommt gleich einer und schießt einfach direkt auf mich. Ich habe es irgendwie im Gefühl. Mach mich mal durchsichtig, damit wir mehr sehen. Ja, Amerika, schon lange nicht mehr gespielt. Ist eigentlich eine ganz coole Map. Bisschen leider wie Nuketown, sehr klein. Aber mal schauen, ne? Oh. Okay, hier sind zwei Verdächtige. Ja, toll. Sehr geil. Ja, sehr geil. Okay, den haben wir richtig mies outplayed. Das ist nicht gut hier. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ich bleibe erstmal hier, weil ich nicht weiß, wo ich hin soll. Das Problem ist, oh Gott, da kommt jemand. Oh, komm, bitte sieh mich nicht. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Aber das ist gar nicht gut hier oben. Ich bleibe trotzdem erstmal hier, denn ich habe Angst. Diese Map ist so klein, hier abzuhauen und ich kann halt das Item auch nicht mehr wechseln. Da war ich aber schon mal. Da war ich schon mal, der Briefkasten. Okay. Welcome, President. Ah ja, das ist dann auch ein guter Film, der heute läuft. So bescheuert. Heute ausnahmsweise mal ohne Greenscreen, weil ich ein grünes T-Shirt anhab. Und naja, das würde dann wenig Sinn machen. Und ich hatte jetzt kein anderes, beziehungsweise hätte ich schon, aber ich hatte keinen Bock nochmal aufzustehen, um mir ein anderes anzuziehen. Deswegen heute einfach mal ohne Greenscreen. Man kennt ihn. Ja. Ich habe immer noch nicht, glaube ich, habe ich mich mal in einem Pizza-Logo versteckt auf der Map? Kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Das war nämlich eigentlich auch immer ein ganz gutes Versteck, wenn man das Schild ist, also beziehungsweise diese Zielscheibe. Dann kann man da in das Pizzaschild reingehen. Das wissen inzwischen auch viele. Ich bin so krass verwundert, dass ich noch lebe. Ganz ehrlich, ich dachte, ich bin direkt tot. Oh Gott, wir rennen da unten aber auch alle. Aber es guckt halt auch keiner mal nach oben, ne? Unglaublich, dass solche Sachen manchmal funktionieren. 1:20 gleich noch. Die Frage ist halt, es leben noch 5 Items, also noch 4. Außer mir ist bis jetzt erst einer gekillt worden. Das ist krass. Auf der Map, finde ich, ist das krass. Also, ich finde es schön, wie die alle da unten rumrennen, ne? Ist schon herrlich, muss ich sagen. Das ist schon herrlich. Ich warte nur darauf, dass endlich mal einer hochguckt oder eine Flash schmeißt und die mich trifft und ich dann runterfalle oder so. Das ist eigentlich die größte Gefahr. Sonst, wenn wir es jetzt wirklich schaffen, hier noch die 55 Sekunden zu leben, das wäre viel zu stark. Da müsst ihr ein Like da lassen, wenn ich mit diesem Versteck jetzt hier oben überlebe. Aber ich darf jetzt nicht zu viel fordern, weil sonst bin ich gleich tot. Okay, 2 sind gestorben. Oh, guck bitte nicht hier hoch. Nein. Oh oh. Oh Gott. 30 Sekunden gleich noch. Oh nein, es lebt nur noch ein anderer und ich. Oh bitte, 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 lass mich überleben. Bitte, bitte, bitte. 20 Sekunden gleich, komm schon. Das muss klappen jetzt. Hier mit der schönen Amerika-Flagge. Wunderschönes Thumbnail auch. Wow. Oh mein Gott, ist ja viel zu stark. Ist ja viel zu stark. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, der hätte doch nur hier hochgucken müssen. Alter, viel zu stark. Ist ja viel zu geil gewesen gerade. Ja, nice. Das hat echt geklappt hier oben. Oh mein Gott, die sehen das jetzt alle und müssen sich einfach nur so denken, wie dumm waren wir. Wir standen direkt daneben. Geil. Das feiere ich. Ja, man kann ja auch mal ein freudiges Erlebnis in dem Spiel haben. So. Ich bin dafür, dass wir alle finden.
We can do this. Ich bin dafür, dass wir alle finden. Denn, so wie die gerade gesucht haben, müssen wir es jetzt eigentlich schaffen. Obwohl der Baba Saga eigentlich echt ein hohes Level hat, ne? Vielleicht spielt er ja nicht oft Requisitenjagd. Ich bin gespannt jetzt. Bams, bams, bams. Okay. Die Erwartungen sind hoch jetzt an mich selbst. Man muss es ja mal probieren, ne? Ja, nein, nein. Ich kenne natürlich die meisten Verstecke hier auf der Map eigentlich schon. Oh Gott, die Flash ist echt schlecht geworfen worden von mir. Wir haben die Führung schon, sehr gut. Aber Amerika auch lange schon nicht mehr gespielt. Hier konnte man drauf, ne? Das wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen jetzt. Meint ihr, einer hat es nachgemacht? Da ist schon mal der Erste auf jeden Fall gerannt. Oder war das ein... Nee. Da hinten rennt er. Ach komm, das habe ich halt echt nicht vermisst, diese Eimer. Ja, war das der, den er gekillt hat? Zwei Leute leben noch. Das ist schön, wie das Team wieder komplett ohne mich alles regelt. Aber ich am Anfang die großen Töne gespuckt habe. Das war gut. Nur noch eine Requisite, da machen wir mal. Ey, hier auf der Map könnte halt echt dieses Versteck funktionieren, ne? Das könnte hier echt funktionieren. Weil, wenn eben das funktioniert hat, dann sind die Leute, die hier gerade spielen, halt echt nicht so into it. Das könnte echt klappen, sich als Schild da zu verstecken. Setze einen Sammelpunkt. Wo ist er hin? Hier rein. Wo ist er hin? Ich habe ihn doch gerade gesehen. Ist er echt hier rein? Ist natürlich kacke jetzt. Oder ist er hoch? Kann natürlich auch sein. Kann man eigentlich hoch springen? Ja, kann man. Ey, komm, den müssen wir jetzt kriegen. Wäre sonst richtig bitter jetzt. Ja, sehr gut. Okay, 2-0. Das könnte ein 3-0 werden. Ich hoffe, wir kriegen jetzt das. Wäre so geil, wenn wir jetzt die Zielscheibe werden. Immerhin habe ich einen gekillt. Ja, okay. Ich habe große Töne gespuckt am Anfang. Aber wenigstens einen. Mit zwar mehr Luck als Skill, aber wir haben ihn gekriegt. Huch, was ist denn jetzt passiert? Nein, schade. Sehr, sehr schade. Aber der Eimer geht auch. Wo habe ich mich denn mit dem Eimer nochmal immer versteckt? Oh Mann. Nicht hinter mit dem Eimer, ne? Nein. Geh erstmal hier hoch. Wobei, nee, das ist gefährlich. Ach, das ist schlecht. Meint ihr, das klappt doch mal so ein Versteck? Ich glaube nicht. Also das müsste man jetzt aber wirklich sehen. Aber ey, komm, das... Oh Gott, ich bin fast schon geflasht worden. Ich habe Angst um mein Leben. Wir sind vorbeigezogen. Okay, der ist schon mal abgehauen. Ich wäre gern um die Ecke rumgekommen, aber das habe ich leider nicht geschafft. Kann man auf dieses Figürchen drauf? Bin mir gerade nicht sicher. Also bis jetzt hat mich keiner gesehen, aber ich fühle mich hier nicht besonders safe, muss ich sagen. Ich habe eher das Gefühl, wir werden hier relativ schnell gefunden, aber das habe ich eben auch gesagt. Und dann hing ich da die ganze Zeit. Also wenn jetzt nochmal so ein Luftversteck funktioniert, dann weiß ich ja auch nicht. Naja, wir warten mal ab. Es sind noch 3 Minuten, das ist noch eine ganz schön lange Zeit. Und es leben noch 3 andere. Mann, was juckt mich alles an der Nase? Ich hasse das. Immer wenn man aufnimmt, juckt es an der Nase. Das ist ganz schlimm. Ich kann halt leider das Item nicht mehr wechseln. Als ob. Ach, verdammt, vielleicht hätte ich mich nicht bewegen sollen. Ja, verdammt, ich hätte mich nicht bewegen sollen. Ich dachte, ich komme vielleicht hinter die Fahne. Aber nee, das hat leider nicht geklappt. Bitte, vielleicht hätte sie mich nicht gefunden, wenn ich stehen geblieben wäre. Weil ich hätte einfach wegrennen sollen. Egal. Was ist Katalin Stefanel? Was ist das für ein Name? Katalin Stefanel, keine Ahnung, der Bot. Was ist der, dass der hier in der Ecke ist? Und dass man in diese Ecke rein kann, das wusste ich gar nicht. Ich würde es so gern sehen. Ich wünschte, man könnte sich drehen.
Ah, ich weiß immer nicht, wie kann es sein, dass diese Funktion in diesem Spiel nicht drin ist, dass man die Kamera drehen kann? Wenn es das doch selbst in WW2 gab, warum gibt es das dann nicht hier? I don't get it. Heute ist ja erst Freitag, ich bin völlig verwirrt. Ich dachte, morgen wäre Sonntag und morgen wäre Stream. Aber morgen ist ja erst... Morgen ist ja erst Samstag. Da fällt mir gerade ein, ich wollte heute in dem Video die Geschichte mit der Petition machen, ne? Ja. Gut, dass ich daran gedacht habe. Naja, egal, wir machen das trotzdem. Ich fordere euch hiermit dazu auf, zu unterzeichnen, dass wir fordern, dass dieser Modus ins neue Call of Duty gebracht wird. Weil ich habe das Gefühl, dass Call of Duty diesen Modus leider echt vernachlässigt. Und für uns ist dieser Modus so essentiell wichtig, ja, weil wir spielen dann immer alle zusammen. Meine ganze Karriere beruht auf diesem Modus. Deswegen fordere ich mit einer Petition, dass dieser Modus wieder eingeführt wird in die neuen Call of Duties. Und ihr findet ganz oben in der Videobeschreibung unter diesem Video einen Link, wo ihr die Petition unterzeichnen könnt. Und ich werde das jetzt auch immer schön bei TikTok unter meine Videos posten. In der Hoffnung, dass wenn irgendein Video davon viral geht, wie letztens das auf einmal 1 Million, dass Leute das unterzeichnen, damit wir wirklich viele Stimmen sammeln, ja? Das ist wirklich mein Goal. Ich werde euch damit jetzt jedes Mal in den Videos auch auf die Nerven gehen, dass ihr diese Petition unterschreibt. Ist kostenlos, ist natürlich nur dafür da, um die Stimme zu erheben quasi, ja, und zu sagen, ey, wir sind hier und wir wollen, dass dieser Modus eine Zukunft in Call of Duty hat. Und ja, deswegen, auch wenn das jetzt hier ein 3-0 wird und die Runde schnell vorbei ist, habe ich noch rechtzeitig dran gedacht, dass wir das Ganze machen. Und wie gesagt, erster Link hier in der Beschreibung, könnt ihr die Petition unterzeichnen und schickt das an jeden, den ihr kennt. Auch an Leute, die kein Call of Duty spielen. Scheißegal, wir brauchen einfach Unterschriften. Ja, desto mehr Leute das unterzeichnen, desto besser wird's. Und die haben ernsthaft jetzt den Punkt geholt. Das heißt, wir müssen nochmal ran, ne? Wir müssen nochmal suchen. Aber ja, ist kein Problem. Dann kann ich das Ganze jetzt auch noch ein bisschen nutzen, um mit euch darüber zu reden. Denn es ist halt wirklich... Es ist geil, dass es den Modus immer in Cold War und in WW2 gibt. Aber das Problem ist, wir haben jetzt... Kommt schon das übernächste Call of Duty raus, ja? Und WW2 ist von 2017, ja. Und das spielen halt auch leider echt nicht mehr viele Leute und es ist auch leider sehr verklitscht und verbuggt. Und ja, es gibt auch viele Dinge, die an diesem Modus echt noch überarbeitet werden müssten, wie beispielsweise, dass man nicht unendlich Munition hat. Das ist eigentlich das Wichtigste, ja, dass man nicht Punkte dafür kriegt, wenn man rumrennt, sondern der Sinn ist es ja, sich zu verstecken in diesem Spiel. Da sollte man nicht dafür belohnt werden, wenn man die ganze Zeit wegrennt. Das zerstört halt auch ein bisschen den Sinn. Aber in erster Linie wirklich ist es mir auch egal, wenn der Modus genauso übernommen wird. Hauptsache, er kommt in eins der neuen Call of Duties. Ob es jetzt Vanguard ist, ob es Modern Warfare 2 ist. Modern Warfare 2 wäre mir natürlich 1000-mal lieber als Vanguard. Aber ich wäre auch mit Vanguard zufrieden. Ich bin, wenn irgendeiner diesen Modus in ein neues Call of Duty bringt, dann bin ich zufrieden. Und, deswegen werde ich diese Petition starten, um irgendwie zu versuchen, was zu erreichen, auch wenn es vielleicht nichts bringen wird. Egal, Leute, ihr wisst es nicht, vielleicht schaffen wir es wirklich, 10.000 Stimmen zu sammeln. Sieg, sehr gut. Und dann können wir was damit bewirken. Wir werden auf jeden Fall Call of Duty schön auf die Nerven gehen. Spam Call of Duty auch zu, schreibt den ganzen Firmen bei Instagram, überall schreibt denen, yo, wir brauchen Requisitenjagd, wir müssen uns stark machen, Leute. So, also wirklich. Die Revolution in Call of Duty wird eingeläutet mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall ein bisschen Spaß. Wenn ja, gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Vergesst nicht, erster Link in der Beschreibung. Kommt ihr zur Petition, unterzeichnen, all euren Freunden schicken, allen Leuten, die ihr kennt. Jeder soll das unterzeichnen, damit wir was bewirken. So Leute, jetzt habe ich genug Welle geschoben. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, was auch immer wir gerade haben, während ihr das seht. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Ciao. I'm like, hey, what's up?